Da sind wir wieder. Ich habe einmal kurz hier Schränke gebaut. Da habe ich jetzt das ganze Holz drin. Und ich habe nachgeguckt, wie wir die Medical Brew machen können. Und ich habe nochmal kurz das Spiel neu gestartet, weil es nervt mich unglaublich. Ich habe mich für diesen Baseport entschieden und ich bleibe auch dabei, weil wir letztes Mal hier gute FPS hatten. Also im Rahmen, ne, dass es okay ist. Aber es gibt hier einfach so einige Stellen, die machen mich wahnsinnig. Also es regt mich beim Spielen auf. Ja, und ich möchte beim Spielen Spaß haben. Ich mache das hier einmal alle 2 Wochen, nehme ich hier für euch Folgen auf, dass ich die schön releasen kann, über 2 Wochen verteilt quasi. Dann hätte ich ganz gerne, dass es hier vernünftig läuft. So, wir brauchen Kochtopf, wir brauchen diese Tintoberries und wir brauchen Narkosemittel. Und damit können wir dann Medical Brews machen. Das ist schon mal gut. Das machen wir jetzt mal als allererstes. Wenn wir denn den Kochtopf finden, finden wir. Das war nämlich auch so ein Ding, eben den Schrank zu finden, weil der ist jetzt irgendwie, das heißt jetzt hier große Speicherbox und Bücherregal. Ja, das ist natürlich kein Schrank, das ist eine Speicherbox. Da passt sich meine Sprache auch schon den Übersetzungen von Ark an. So, Holz haben wir auf jeden Fall ja genug. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie Stein noch haben. Wir hatten doch irgendwo Stein. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass wir Stein hatten. Habe ich das hier in die ganze Dings gepackt? Hier rein vielleicht? Das reicht auf jeden Fall an Stein. Jetzt noch ein bisschen Holz, dann haben wir zumindest einen Kochtopf. So. Und damit können wir dann zumindest schon mal Medical Brews machen. Was gut ist. Weil andauernd haben wir hier Probleme mit den Geschichten. Und dann braucht man sich auch nicht mehr aufregen, dass es zu schwer ist, weil dann kann man sich einfach gegenheilen. Denn die Möglichkeiten gibt einem das Spiel ja. Wie kann ich das frei platzieren? Deaktivieren Sie das Schnappen. Cool. Okay, ja, das ist. So mal dazwischen. Dann ballern wir da mal Holz rein. Wir ballern da mal Tintoberries rein. Wir ballern da mal das rein. Und dann habe ich wie ein Genius die Wasserflaschen hier auf Vorrat drin gehabt, ne? Wo kommen die her? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie zum ersten Mal in meinem Leben. Wir haben jetzt offensichtlich. Ja, komm, dann fliegen wir gleich einmal zum Wasser. Wir fliegen gleich einmal zum Wasser und holen neues Wasser. Und natürlich ist mir jetzt zu heiß hier dran. Aber ich gucke mir das Ganze. Ah! Ja, das ist genau das, was ich machen wollte. Ich glaube, wir. Nein, da ist doch. Da ist doch noch keine Kohle entstanden, oder? Müssen wir Stroh nehmen dafür? Moment. 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 Aber Medical Brew. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß, dass man beim Kochtopf immer aufpassen muss mit dem. Kennt. Ja, so. Da haben wir doch schon mal einen Reddit-Post. Turn off Autocraft. Ja, Freunde, haben wir doch was gelernt. Einfach mal Autocrafting deaktivieren, dann funktioniert der Aal auch. Dann fliegen wir eben einmal und holen Wasser. Wobei ich mich dann auch frage, Wasserleitungen. Wie man das jetzt macht. Hätte ich mir mal angucken sollen vorher, ne? So, der Steineinlass für ein drahtloses Bewässerungsnetzwerk bietet eine unbegrenzte Wasserversorgung für nahegelegene Gebäude. So, aber wie kann ich das denn erweitern? Wassertank? Ah, mit einem Wassertank, oder? Speichert Regenwasser oder manuell deponiertes Wasser und verteilt es an nahegelegene Gebäude. Ja, wir brauchen dafür aber Zement, ne? Das geht ab. Ja, das wird der machen, ne? Wird halt nur noch mal gerne Hit setzen.
Der macht es. Ich kann ihn auch runterpfeifen. Nein, das war falsch. Ich will. Ah, verdammt. Ich habe es falsch gepfiffen. Hat er. Da, jetzt habe ich aber alle dahin gepfiffen. Pfeift vielleicht alle dahin? Gut. Ich war hier gerade noch am Wasser machen, weil das wäre auch eine Geschichte. Also müssen ja maximal jetzt Base Building hier betreiben. Und Wasserreservoir kostet aber Zement. Und Zement, 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 Zement haben wir uns geholt von den Bibern. Könnten wir auch selbst machen, ne? Chitin und Stein dauert aber ein bisschen länger. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Zement liegt. Vielleicht hier drin? Ja, okay. Wir könnten das auf jeden Fall herstellen. Wir schauen uns das mal an. Es ist mir wieder zu heiß hier drin. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Wir müssen zum Wasser. Ich hätte gerne die Steinwasseraufnahme und das vermute ich. Ja, ich bin mir sicher. Vermute ich, dass das. Ich hoffe, dass das dafür sorgt, dass das Wasser quasi transportiert wird. Das wäre gut. Weil dann könnten wir so ein bisschen ins Landesinnere. Ich würde. Das greift ja auch keiner an. Das greift ja auch kein Dino an, oder? So. Wir können ja ein bisschen hier schon mal. Das können wir eh in der Hand craften. Das will ich gar nicht machen. Doch, hier, guck mal. Dann nehmen wir uns aber mal eben den Dödi und ballern mal ein bisschen Stein. Dass wir einfach ein bisschen was auf Tasche haben. Das ist ja das Schöne bei Ark. Es läuft komplett anders, als ich mir das vorgestellt habe. Er fängt auch schon direkt an. Sehr gut. Ja, das ist top. Fürchte fast, dass das schon reicht an Stein, ne? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. 25 und Wasserreservoir 30. Okay, vielleicht doch nicht. Wir müssen ja ein gutes Stück. Es ist schon eine gute Entfernung, die wir haben. So, zur Sache, die ich in der letzten Folge nicht erwähnt habe, obwohl ich dreimal darauf hingewiesen habe und das war nicht mit Absicht. Die andere Story mit Ark, die ich habe. Was ist die? Du siehst. Bist du tot? Ja, ne? Das sieht nicht so gesund aus. Okay, der ist voll. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Stein. Wenn ich Ark starte. Also, ich nehme ja auf über einen Laptop. Also, ich habe hier meinen Gaming-PC, auf dem läuft gerade Ark. So, dann nehme ich auf über einen Laptop. Das heißt, ich muss ja das Bild von meinem PC auf den Laptop bekommen. Dafür benutze ich von Elgato eine Dings. Ein, wie heißt das? Eine Game Capture. So, nehme ich das jetzt alles in mein Inventory? Ich bin ja schon wieder sehr beladen. Du kannst es einfach mal bei dir reinnehmen. Weil du hast zwar keinen Buff. Du hast einen Buff drauf? Du hast einen Buff auf Stein? Das ist ja wunderbar. Agi, einfach besser tame. Wirklich jedes Mal aufs Neue. So, die Wasserflasche hätte ich gerne wieder und die brauchen wir wahrscheinlich auch gleich. Und die Boots ziehe ich mal an. Let's go. Vielleicht haben wir die letzte Mal auch gefarmt, die Boots. Und ich habe die einfach nicht, ich habe es nicht gecheckt, dass wir die jetzt haben. Jedenfalls, ich muss ja dieses Bild rüberbekommen und das bekomme ich auch. Das ist jetzt das Bild, was ihr quasi seht. Mal kurz gucken, also so mal. Sehr schön. Und bei keinem anderen Spiel, wenn ich OBS aufhabe, das ist die Aufnahmesoftware, mit der ich aufnehme, bei keinem anderen Spiel passiert irgendetwas, außer dass das Spiel gestartet wird. Bei Ark ist es nun so. Es geht in den Startscreen. Es wird alles grün bei OBS, also in meinem Kontrollmonitor, und fängt an zu flackern wie wild. Ja. Ne? Das mal dazu. Also es ist wirklich. Ark ist ja selbst auch einfach ein Running Gag. Der sich auch immer wieder neu bestätigt. Was der absolute Wahnsinn ist, in meinen Augen. Aber gut. Das mal dazu.
Das fällt mir nur ein, dass sie zu den Frames, ich verstehe es nicht. Also wir haben jetzt hier auf einmal 25 Frames. Das war vorher nicht der Fall. Ich habe gerade nochmal, schön, dass er jetzt da am Start ist. Ist das ein Alu? Ja. Ich habe gerade nochmal GeForce Experience gestartet. Und nochmal da optimiert und keine Ahnung was. Ja, natürlich gehst du jetzt auf mich, du Horst, Mann. Ich versuche dir zu helfen. Sind wir stark, Alter. Wir müssen das mal kurz hier klären, weil ich würde mir gerne jetzt das Wasser legen da oben. Ja, der Diplo, der macht's jetzt. Der ist aber auch Level 70. Na, vielleicht gehen wir mal kurz ein bisschen auf die Distanz. Das wäre natürlich super klug, die in die Brontos reinzuloggen, ne? Ich schieße einfach mal auf Verdacht, ohne wirklich zu zielen. Und dann kriegen wir die gleich in die Brontos rein, dann machen die, helfen die uns. So der Plan. Fiumia da einmal aus dem Weg. Die Brontos legen es aber auch darauf an, dass ich die jetzt hier gleich schon anschieße, ne? So, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen warten. Oder auch nicht. Oder auch doch. Wo sind die Alus jetzt? Die rennen da weg, die lassen sich auch nicht locken. Die kleinen. Die müssen aber viel Leben haben dann. Da ist noch ein Baby-Alu bei. Level 50. Da sind mehrere Baby-Alus. Drei Stück oder so. Ich hätte euch einfach gerne reingelockt. So, jetzt haben sie den Attack, ne? Jetzt haben sie es. Jetzt gibt's Stress, oder? Komm, dreht euch um, macht mit da. Jawohl, aua. So, einfach mal fertig machen da jetzt. Ja, nicht mich. Das hat eine für eine Range, Alter. Mich wundert, dass der andere Alu noch nicht mit draufgegangen ist. Treffen die den überhaupt? Ja, ne? Aber den juckt es doch gar nicht. Wird der wirklich getroffen? Wir haben auch ein Baby. Wenn wir jetzt mal von hinten mit rangehen, vielleicht bringt das was. Das wäre ja sehr zu begrüßen, wenn der jetzt mal down geht da. Das sieht auf jeden Fall schon mal so aus, als würde der gleich down gehen. Schönes Ding. Der ist gleich weg. Der eine Bronto sieht aber auch schon... Das ist einfach sein... Ja. Danke für den Assist. Naja, bevor die jetzt hier... Die machen das, die machen das, die machen das. Ich vertraue drauf. Ja, wir helfen nochmal ein bisschen mit. Ui! Nee, 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 nee. Oh, der Agi. So, deswegen wollte ich das, habe ich das Pfeifen auch umgelegt hier. Die haben ja eine Range, die ist ja größer als alles andere hier. Jetzt kommen die Raptoren an, guck sie an.
Es ist so ein verrücktes Spiel einfach. Warum ist denn da jetzt dieser Rookie-Hit? Haben die irgendwie auch was, wenn die fressen, dass die dann direkt wieder oben sind? Der war doch komplett rot gerade. Das Thema war doch quasi schon vom Tisch. Ja, dann gehen wir jetzt aggressiv mit rein. Nützt alles nix. Werden ja wohl mit einem Alu fertig werden. Wobei mein Agi auch schon gut angefrackt ist, ne? Wir gehen jetzt mal raus und healen. Und er fightet jetzt gegen das Baby. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der war doch auch schon fast tot. Lass doch mal das Baby in Ruhe. Guck mal, wie gierig aber auch. Ja, der macht schon mal Schaden auf jeden Fall. Alter, 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 das ist aber viel, was der macht. Aber der ist doch auch fast down, der blutet doch schon wieder wie sonst was. Oder nicht? Das sah doch eben von hinten so aus. Das sah aus wie Blut, oder nicht? Kann es ganz schwer erkennen. Oh, jetzt ist er zu weit gegangen. Jetzt geht er auf den Dödi. Was witzig ist, weil wir jetzt schon wieder den nächsten sehen. Der hat sich auch schon angekugelt. Level 15 nochmal. Ich muss ihn nochmal in die Brontos reinkriegen eigentlich, weil der sieht doch sehr angefrackt aus. Ein dämlicher Fight. Jawohl. So. Wichtig. Dödi gerettet. Jetzt kann ich mir mal hin, das um hier zu craften. Ja, aber ich sehe es, ne? Selbst hier haben wir 25 Frames. Ich verstehe es nicht. Also ich würde es gerne verstehen, warum das so ist, warum gewisse Dinge einfach so sind in Ark. Damit ich da was gegen machen kann, quasi, weil dann könnten wir irgendwie. Also die Einstellungen sind jetzt nochmal deutlich runtergegangen. Also, ne, die Grafikeinstellungen habe ich nochmal deutlich reguliert. Ja, geht nochmal ein bisschen auf viel. So, wir haben ja die Markierung vom Mammut und da würden wir auch dann auch hingehen, denn der steht ja ungefähr da. Es sind jetzt 1000 Meter, die wir überbrücken müssen. Da ist ein Rex. Und das macht mich irgendwie wahnsinnig. Also wir haben jetzt hier 20. So. Die Frage ist, kann ich mir die Range jetzt nochmal angucken? Nö. Ist alles so ein Ding. So. Ich habe doch jetzt gerade die Range gesehen. Halten. Abreißen. Inventar öffnen. Reichweite anzeigen. Reichweite anzeigen. Okay, die Reichweite wird aber angezeigt. Aber wo denn? Das ist hier.
Ah ja. Okay. Die wird nicht angezeigt. Das ist. Und wenn ich jetzt hier ein Wasserreservoir reinballer. Das ist ja erstmal. Es muss gar nicht bis zur Base gehen erstmal, ne? Also final muss es bis zur Base gehen. Einfach so eine Kuppel wie bei Star Wars. Da ist der letzte, das ist noch ein Alu, ne? Und dann wieder ein Döli. Der D70. Ich check mal kurz, was der Rex für ein Level hat. Das ist ja wirklich absurd, was hier gerade alles passiert. 30, das machen die doch schnell, ne? Die Frage ist, mit dem Wasserreservoir, ob das nicht irgendwann kaputt geht, weil die da so rumbeulen die ganze Zeit, ne? Guck mal, wie weit ich weg war und ich hab mitbekommen. Stimmt mit euch nicht. Na, ich kann ja schon mal in der Luft ein bisschen hier Wasserreservoir craften. Mehr geht nicht. Achso, danke übrigens, ne? Ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, was die Shortcuts sind. Der hielt sich damit voll, ne? Ja, okay, es ist ein Ding scheinbar bei wilden Dinos, wenn die jetzt fressen, dass sie sich wieder voll hielen, weil der war auch schon komplett rot. Genau wie der Alu vorher auch. Ganz komische Geschichte. Also ich meine, der AI hat das ja. Als Buff. Wenn er was frisst, dass es dann halt gut abgeht. Aber das verstehe ich halt nicht ganz. Warum das jetzt bei jedem Dino bitte ist. Jetzt auch. Sieht ja schon wieder gut angefragt aus. Schön. Ja, da bin ich auch im richtigen Moment aufgestiegen. Ha, was ist denn mit ihm? Ist doch jetzt gut, oder nicht? Win-win greifen. Digga, wen greifst du denn an? Terrorbird oder was? Mann, 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 du. Ja, da bin ich. Digga. Die Frage ist, müssen die überlappen, die Gebiete einfach? Ich mach das einfach mal. Wo ist denn da, da ist mein Mammut? So, weil solange die sich überschneiden. Da ist Wasser drin. Das ist doch wunderbar. Das scheint also aufzugehen. Ja, guck mal, die haben sich hier in diesem Überlappungsbereich. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie so sein muss. Ja, es wäre schön, wenn wir so einen guten paar Meters. Weg ist versperrt. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier mit dem. Mit dem Bereich irgendwie. Die Frage ist, also. Oder ist es der Versorgung? Wie weit können die auseinander sein? So, weil er zeigt jetzt noch einen blauen Pfeil an, dass da irgendwie Richtung Wasser geht. Geht der irgendwann weg? Der geht weg. Und das wäre jetzt mal die Frage. Das können wir da ausprobieren. Ich bin auch ein Horst manchmal. Das können wir doch mal ausprobieren. Wir können doch das eine Ding hier aufheben und dann gucken, ob das immer noch vorläuft mit Wasser. Das Wasser hat man denn davon. Das machen wir doch einfach mal. Das wollte ich nicht. So, wir heben das auf. Weil das wäre ja krass. Dann ist die Reichweite nämlich deutlich höher als dieser Kreis. Da müssen einfach nur die Gebäude in dem Kreis sein, die versorgt werden sollen. So. So weit ging das ungefähr. Aber die werden jetzt nicht versorgt. Okay. Doch. Ist jetzt drin. Cool. Okay, das finde ich gut. Ah, nee, warte mal, es regnet gerade.
Oh, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd, weil es regnet. Und die nehmen natürlich das Regenwasser auf. Aber es ist ja sofort voll geregnet. Ich gucke nochmal in die Beschreibung rein. So, Wasser. Speichert Regenwasser oder manuell deponiertes Wasser und verteilt es an deine Gebäude. Wird mit anderen Wassertanks verbunden, um ein Netzwerk zu bilden. Ja. Aber die Frage ist ja. Also was ist hier? Wasser trinken. Die Frage ist doch wirklich, wie weit das reicht. Und da wäre es jetzt gut, wenn es nicht regnen würde. Okay, jetzt sehe ich zum Beispiel gar keinen. Doch, jetzt sehe ich noch den... Guck mal. Das blaue Ding sehen wir jetzt noch. Und ich würde vermuten, wenn das jetzt verschwindet... Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Ha. Wo kriegt man das? Warum muss ich jetzt hier ein Fundament setzen, damit ich das setzen kann, oder was? Machen wir vielleicht mal. Weil dann braucht... Also es würde bedeuten, dass wir deutlich weniger bräuchten. Konjunktiv. Weil ich kann meine These aktuell nicht schützen, weil es regnet. So. Was soll ich sagen? Es wird durch Regenwasser aufgefüllt. Hier wäre noch so eine Position. Hier ist schon vorbei. Also irgendwie um und bei hier bei diesen... Hier so. Hier könnten wir jetzt ein Fundament hinsetzen. Vorausgesetzt, ich hätte genug Material dabei für ein Fundament. Stein und Holz. Holz haben wir natürlich gar keins mitgenommen, aber wir haben Stein dabei. Und Holz kriegen wir schnell beschafft. Hier sind ja überall Bäume. Schauen wir mal, was wird. Weil das müsste gehen. Steinfundament einfach setzen und dann das Ding da raufhauen. Kann ich das mal bitte bauen? Irgendwie konnte ich das auch... Naja, egal. Setzen wir hier hin. Und dann... Es hat aufgehört zu regnen, ne? Wenn das, also es ergibt zum einen, ergibt es Sinn. Es, ja! Cool. Cool, 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 cool. Ja, dann können wir dieses ganze blaue Fortnite-Zone-Schild hier wegmachen. Dann brauchen wir das nicht. Dann ist also wirklich die Range so weit. Ein Skorpion, was will der hier? Ja, nee. Danke. Ich glaube, es geht los. Wolltest du mich gerade angreifen? Man weiß, wie blöd das kommt, wenn ich jetzt hier bewusstlos bin. Ich glaube, es geht los, ey. So. Also, wir bringen das nochmal kurz zu Ende. Ende vom Lied ist, ich brauche eine neue Grafikkarte, ne? Ich gucke, was ich aufrüsten kann. Wir machen das schon irgendwie. Aber, ey, ganz ehrlich, eben gerade hier Richtung Wasser, jetzt 28 FPS, ich zeige es einmal kurz. Ah, 60. Ah, 26. Oh, 60. Oh, 34. I don't get it. Es entzieht sich völlig meinem Verständnis. Gut, aber wir brauchen nicht so viele davon, weil wir können einige Meter auch überbrücken. Das freut mich sehr doll. Wir haben nämlich jetzt schon knapp 200 geschafft. Ich wollte mich gerade hochziehen an der Kante. Das geht natürlich in dem Spiel nicht. Mein Fehler. So. Und dann brauche ich noch mehr Stein, damit ich noch mehr Reservoirs bauen kann. Water. Machen wir den ein paar, ne? Ja, was soll's. Komm. Haben wir 6 Stück. Das muss auch. Anders geht er alle nämlich nicht. Und das ist ja dann richtig gut. Hm.
Warum zeigt er jetzt nicht so eine Verbindung an? Frage, warum zeigt er nicht so eine Verbindung an? Ich bin auch ein bisschen voll beladen. Das ist super, super klug jetzt hier. Ah ja, jetzt zeigt das an. Jetzt zeigt das an, jetzt zeigt das an, jetzt zeigt das nicht mehr an. Warum zeigt das nicht mehr an? Hier ja. Hier nein. Warum? Warte mal, er zeigt. Aber. Muss ich das verstehen? Wir machen mal die. Ja, egal. Komm, wir gucken mal, wir probieren ein bisschen rum. Irgendjemand wird es in den Kommentaren schon wissen. Wir aktivieren mal die Range. Und gehen dann mal selber ein Stück hoch. Ich brauche noch ein Steinfundament wahrscheinlich, ne? Und dafür fehlt mir Holz. Das haben wir aber gleich zusammen. Jetzt bin ich komplett überladen. Geile Nummer. So, jetzt geht's wieder. Ich muss ein bisschen rumprobieren. Jetzt ist auf einmal das Symbol wieder da. Ich fasse es nicht. Geh hier hoch, junger Mann. Ah, oh, diese Klippe ist einfach zu schwer, um sie zu erklimmen. Ja. So, und dann holen wir gleich mal den Agi, weil ich bin sonst komplett. Werde ich hops genommen. Da ist immer noch der Pfeil. Da hört er auf. Dann bauen wir mal das Fundament hier vorne hin. Yep. Warten kurz, bis. Ich hole mal kurz den Agi und dann müsste das ja vollgeladen sein. Weil guck mal, die Distanz an, die wir haben, das ist ja super krass. Weil wenn wir jedes Mal in diesen blauen Kreis rein müssten, bräuchten wir das Dreifache, glaube ich. So, zwei bis dreifache auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich gut. Wenn wir das eben nicht brauchen und den. Ja, Kreis deaktiviere ich mal wieder. Ich weiß nicht, ob er aktiviert sein muss, damit man diesen Pfeil angezeigt bekommt. Gibt irgendwie keinen Sinn, weil er wurde angezeigt für 2 Meter und dann wieder nicht. Aber was weiß ich schon. Ja, Mann, sauber. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut, muss ich sagen, dass das funktioniert. Das ist ein cooles System. So, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich zu Fuß gehen muss. Wer weiß das schon. Nein, vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir diesen neuen Bereich aktivieren müssen. Who knows? Nein, gut. These auch widerlegt. Da kommt irgendwas. Irgendwas hat er geschrieben. Was mir nicht so zusagt. Ah, einfach ein Dimorphodon. Ja, warten wir kurz. Eben ging es ja dann auch. Das ist ein bisschen nervig, ne? Teilweise auch. Wie viele Meter haben wir denn da so zwischen? Das Problem ist ja auch, dass wir Höhenmeter dazwischen haben, ne? Wir haben jetzt 665 bis zum Mammut. Wir hatten fast 1 Kilometer eben von der Stelle. Also vom Strand. Da steht das Ding. So, 665 habe ich gesagt. Ja, knappe 100 Meter, ne? Haben wir so, die wir nehmen dürfen.